Ein ganz wichtiger Aspekt, um in deinem Leben mehr von den Dingen zu bekommen oder zu erreichen, die du eigentlich haben möchtest, ist deine bisherigen Gewohnheiten mal anzuschauen und zu ändern oder neue Gewohnheiten zu integrieren. Was meine ich damit? Ich kann mich noch sehr gut erinnern, das war, oh Gott, das ist jetzt wirklich schon gefühlte Ewigkeit her, das muss so 1900 98 ungefähr gewesen sein oder 99, genau. Da hat mal ein Mentor, ein Trainer zu mir gesagt, mach jeden Tag ein bisschen Sport und wenn es nur 10 Minuten sind, auf die Jahre hinweg gesehen, wird das so, so viel mehr ausmachen, als wenn du dir immer wieder vornimmst, jetzt gehe ich regelmäßig laufen oder jetzt mache ich regelmäßig dies oder das. Das war für mich so ein Augenöffner. Aber damals war es so, ich war früher, in meinem ganz früheren Leben, immer sehr sportlich unterwegs. Und dann kam erstes Kind, zweites Kind, Job, Selbstständigkeit, Haushalt, was da alles so ist. Und da ist der Sport natürlich auf der Strecke geblieben. Also so jeden Tag Fitnessstudio war da nicht mehr. Was ich aber definitiv als Vision hatte, war, ich will fit bleiben und nicht irgendwann sagen, hätte ich doch nur, ja, oder mich mit Disharmonien, mit Ungelenkigkeit im Alter, wie man so schön sagt, auseinandersetzen. Also ich hatte immer so das Bild, am Älterwerden beteilige ich mich nicht, ja. So ist auch ein Glaubenssatz entstanden, die Kinder werden älter, ich werde jünger, auch wenn jetzt vom Passalter her schon längst die 6 da steht, aber so ein Glaubenssatz. So. Und das war für mich so ein Augenöffner. Und da habe ich angefangen, jeden Tag morgens, direkt nach dem Aufstehen, wirklich eine Viertelstunde Gymnastikübungen nur für mich zu machen. Da gab es ja so YouTube-Kanäle und was man jetzt ja heute so alles hat mit App und so weiter. Das gab es ja damals in dem Stil noch gar nicht so. Aber ich habe für mich zu Hause, ich hatte mir ein Trampolin gekauft und habe zum Beispiel Trampolin morgens gesprungen und so ein paar Dinge gemacht. Und es hat natürlich letzten Endes dazu geführt, dass ich mich fit gehalten habe. Das andere war im Hinblick auf Gesundheit, im Hinblick auf gesündere Ernährung, hatte ich schon klar den Impuls, ich will wacher sein, ich will mehr Energie haben und will ein bisschen mehr weg von Zuckerkonsum und von gekochter Nahrung, mehr Rohkost zu mir nehmen und so weiter. Und habe auch da einfach mal angeschaut, welche Gewohnheit habe ich denn? Und habe diese Gewohnheiten ersetzt durch andere Gewohnheiten. Also nicht mehr abends da auf der Couch gehockt und Chips gefuttert, sondern Trockenobst zum Beispiel, solche Dinge. Im Hinblick auf das freie Leben, von dem ich geträumt habe, also wirklich frei und selbstbestimmt mein eigenes Ding zu machen, dem Plan meiner Seele zu folgen, da galt es natürlich auch ein paar Dinge zu ändern. Nämlich zu schauen, was lasse ich denn in mein Hirn rein? Solange ich natürlich auf der Couch hocke und mir, keine Ahnung, 1, 2 Stunden irgendeinen Film anschaue oder Nachrichten gucke oder was auch immer, was mich definitiv nicht dahin bringt, wo die Reise hingehen darf, das war ja auch nur eine Gewohnheit. Also Stichwort bei uns war es in unserem früheren Leben, sonntagsabends war das, 7:45, was so die Masse vielleicht auch noch bis heute guckt, ich weiß es nicht, bin ja da schon lange raus, ist Tatort zu gucken. Da habe ich ganz klar den Impuls gehabt, also die 1,5 Stunden, die ich da vor dem Fernseher hocke und mir etwas anschaue, was meinem Kopf sowieso nicht gut tut, da tue ich mir ja einen viel besseren Gefallen mit, wenn ich mir eine neue Gewohnheit integriere und den Sonntagabend 90 Minuten damit verbringe, meinen Kopf auf Spur zu bringen und Dinge da reinzulassen, die mich wirklich in die Richtung bringen. Ist ja auch nichts anderes als eine Gewohnheit. Was nicht heißt, dass man sich nicht mal ein Krimi oder was angucken sollte oder was. Also davon will ich dich nicht abhalten, auch wenn ich sowas nicht mehr mache, weil ich da sehr, 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 sehr sensibel mit umgehe, was ich da wirklich in meinen Kopf reinlasse. Ich würde dich nur mal gern dazu einladen, grundsätzlich deine Gewohnheiten zu hinterfragen. Egal jetzt was, ob das im beruflichen Bereich ist, im gesundheitlichen Bereich oder auch im privaten Bereich. Das fängt morgens im Übrigen auch schon mit der Gewohnheit an,
den Wecker 3, 4 Mal auf die Snooze-Taste zu drücken, ja? Wenn du dir vornimmst, morgen früh stehe ich auf, beim ersten Wecker klingeln und machst es dann nicht und drückst dann doch nochmal gefühlte 10 Mal die Snooze-Taste, stürzt in letzter Minute aus dem Haus, um in den Tag hineinzustürzen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Das ist ja keine Gewohnheit, die förderlich da ist, wo du hin möchtest, nämlich in das bewusste Leben, in das freie Leben, was deinem Plan, deiner Seele entspricht und wie du da möglicherweise auch dem Ruf deiner Seele so folgst, dass du deinen Seelenberuf daraus kreierst. Also du merkst, in solchen kleinen Dingen fängt es an. Auch morgens gewohnheitsmäßig, keine Ahnung, das Weißmehlbrötchen zu essen, aber du spürst, dein Körper braucht ein bisschen mehr frische Energie. Wie auch immer, da geht es auch nicht darum, dass du dir irgendwas überstülpen lässt, sondern da in Kommunikation achtsam bist, bewusst bist mit dir selbst und das alles mal hinterfragst und so Gewohnheiten auch hinterfragst, bringt mich das weiter dahin, wo ich eigentlich hin möchte? Oder ist es eher hinderlich? Wenn es eher hinderlich ist, wie kann ich diese Gewohnheit zu einer förderlichen Gewohnheit austauschen? Und schon bist du jeden Tag ein Stückchen mehr in eine andere Richtung unterwegs. So einfach kann es sein. Das Ding ist nur, es ändert sich nichts, wenn du meinen Worten hier lauschst und es nicht umsetzt. Ja, also andere Ergebnisse zu erzielen, hat immer noch ganz viel damit zu tun, Dinge auch umzusetzen. Wir sind eh alle Meister im Wissen. Und wenn ich jetzt das Gegenteil behaupten, sagen würde, dann würde ich das irgendwie bewertend sagen. Aber das ganze Wissen, was wir haben, wenn wir das nur mal mastern würden und umsetzen würden, dann hätten wir ja alle auch noch ganz andere Ergebnisse. Ja, also es geht darum, wirklich mehr förderliche Gewohnheiten dir anzueignen, wenn du das möchtest, um andere Resultate in deinem Leben zu erzielen. Und 3 meiner ganz wichtigen Learnings, die teile ich im Übrigen in meinem kostenfreien Videotraining. Wenn du da mal reinschauen möchtest, du findest in der Nähe von dem Video den Link. Klick drauf, hinterlass deine E-Mail-Anschrift und dann bekommst du 2 Minuten später völlig kostenfrei das Videotraining. Bei der E-Mail-Anschrift geht es einfach darum, ich muss ja wissen, wo wir es dir hinschicken dürfen. Und da bekommst du noch ganz, ganz wertvolle 3 Learnings von mir mit anhand, die ich auch mal zusätzlich umgesetzt und beachtet habe, um raus aus dem Hamsterrad, raus aus der Gelebtwerdenfalle zu kommen und in das freie Leben zu starten, mit den Liebsten, in meinem Falle mit der Familie, die ich gerne im Boot haben möchte. Und das kannst du auch. Das ist auch in dir verborgen und ist auch für dich möglich. In diesem Sinne, ändere nicht förderliche Gewohnheiten in förderliche Gewohnheiten. Schau dir mein kostenfreies Videotraining an und dann bist du schon einen großen Schritt weiter in eine andere Richtung. Ganz liebe Umarmung. Bis dahin. Ciao, ciao.